Moin Leute, Trimax hier. Heute zocken wir wieder Clash of Clans. Ey, gefühlt jeden Stream am Ende zocken wir Clash of Clans. Ganz krass. Vielen Dank für den krassen Support da an der Stelle. Heute schaffen wir die 5000. Das ist das Ziel. Ich hoffe, es wird nicht mehr schwerer. Es muss ja klappen eigentlich, weil ich meine, ich habe Max Helden wenn es, und Max E-Dragon Angriff. Das muss funktionieren. Der hat ja alles außen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Die sind da hinten lost, der Warden. Der muss mal hier rüberkommen. Außen war's gut, innen nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Lebt da noch genug? Noch die Queen mitgeraid. Was? Der kam nicht mit? Ich kotz. Ich hab den gesetzt. Ich hab ihn gesetzt, aber er kam nicht. Was greift er jetzt an? Ja, wird noch reichen. War gefailed, aber voll in Ordnung. 30 Trophäen, habe ich Glück gehabt, so eine Base gefunden zu haben. Die raged sich selber. Ja, das ist dicke durch. Da kannst du gar nicht so viel Freeze früher usen. Ja, war kein guter Angriff. Aber 30 Trophäen ist gut. Die Base ist es aber auch. Das ist ja übelster. Der ist ja ganz einfacher Two-Star. Ja, lass den Two-Star doch kurz mitnehmen, oder? Kurz zwei Sterne. Ja, Digga, was? Zwei Sterne sind halt zwei Sterne, ne? Zauber. Ich weiß, ich habe keinen Zauber dabei, aber den schaffe ich auch so ohne Zauber. Also zwei Sterne nur, keine drei. Obwohl, Digga, da fehlen die Rages ja ziemlich strong, Alter. Holy shit, sind die Rages nicht da. Das war der letzte Zauber. Oh Gott, die gehen überhaupt nicht. Nein, die gehen überhaupt nicht. Die gehen überhaupt nicht zum Rathaus, das haben sie ignoriert. Nee, okay, habe ich unterschätzt. Ohne Rages ja gar nichts. Die bewegen sich ja gar nicht. Obwohl, schaffen die das? Kann ja, super. Sehr gut gemacht, Electro Dragon. Das passt. Queen lebt auch noch. Da kommen nochmal frische Ballons raus. Ja, Inferno-Turm und Dings tut zwar. Ah, da wäre schon noch ein Freeze und noch ein bisschen Rage. Wäre schon geil. Aber es ist der Two-Star. Den Two-Star habe ich euch versprochen und er kommt ja auch. Obwohl King lebt noch. Queen lebt noch. Hat noch einen Charge ready. X-Bogen extrem nervig. Der X-Bogen fuckt ja so ab, dass er noch lebt. Aber das ist der. Digga, was ist das für ein geiler Elektro-Dragon? Geilster Typ hier der Runde. Queen zünden nervt ein bisschen. Ey, das ist doch wieder ein Three-Star. Ohne Zauber. Krass. Einfach krass. Wenn die Air Defense weg ist, dann geht's. Wieder 22. Schmeckt. Die Lochtaktik. Wollen wir sie machen, Leute? Wollen wir sie machen? Dafür bin ich bekannt. Der Gegner stellt einem eine Falle und wir springen rein. Wir haben sie immer gemacht. Machen wir diesmal auch. Erstmal Falle triggern mit einem Ballon. Die Falle ist raus. Sehr gut. Und jetzt geht's los. Und hier, du musst einmal das Ding da wegholen. Das schaffst du doch. Oder die Luftabwehr. Easy going für dich. Kein Stress. Okay, das war ja wieder insane, oder? Inferno-Turm nervt ein bisschen. Noch mal einen ruhigen Inferno-Turm. Der greift doch jetzt mal den Inferno-Turm an. Was macht ihr denn da? Sehr gut. Der Warden musste wieder helfen, ne? Ja, hier am Choken sind.
Mr. Three-Star. Geil, Mann. Die Lochtaktik ist es. Dreimal die Lochtaktik. Meine Taktik ist, der Gegner stellt euch eine Falle, macht da extra so ein kleines Ding frei. Ihr setzt alles rein. Dann werdet ihr so auseinandergenommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber, wenn ihr den Warden zieht, und mein Warden hält ja 8 Sekunden, der ist ja maxed. 8 Sekunden kriegt keiner Damage. In der Zeit haben sie schon alles kaputt gemacht. Dann friert ihr was ein und dann hat euch diese Falle übel geholfen. Aber sowas von, das ist ja automatisch ein Two-Star. Erstmal die beiden rein. Lol, okay, da geht die Party ab. Egal, das schaffen wir. Ich muss jetzt alles instant am besten placen. Ach, ich wollte die Queen da gar nicht hinsetzen. Ich wollte die Dings da gar nicht hinsetzen. Scheiß drauf. Die wurden wieder total nach außen weggepustet. Oh Gott, alle tot. Das war so schlecht. Na, für einen Two-Star wird's reichen. Komm, hol dir den. Ich hätte noch einen Freeze einsetzen können. Schaffst du es vielleicht auch so? Komm schon, ein Speer noch. Nice! Pay to win! Lecker! Ja, aber es lebt noch zu viel. Ich wollte da zu viel, glaube ich, setzen. Ja, 2 Sterne. Ich wollte 2 Sterne holen. Es ist eine saustumpfe Taktik mit alles in die Mitte setzen. Da kriegst du halt gut. Was, das Ding greift Luft an? What? Das wusste ich nicht. Guck doch mal an, Drache. Was machst du denn? Die greifen manchmal echt irgendwie nicht an. Kommt mir das manchmal so vor, ne? Komm, schon hol die Luftabwehr, greift die irgendwie an. Oh, was macht ihr denn? Der Warden, das war dumm, das angegriffen hat. Luftabwehr, die muss down gehen. Hol euch Luftabwehr. Ah, die kriegen alle keine Angriffe mehr raus. Die Aura des Wardens ist noch da, der gibt ja richtig dick extra Leben, wenn er lebt. Ja, das ist gut, nochmal ein Angriff. Das könnten die schaffen, das ist gleich nur noch ein... Ah, Royal Champion, ich weiß nicht, wie stark ist er gegen E-Drakes. Ah, die splitten sich, was macht ihr denn? Der Warden muss es klären. Der Warden muss die... Nein, Warden! Guck, greift den neuen Champion an. Warden. Jetzt wird die Zeit gegen uns. Der Elektro-Ring fliegt jetzt nach hinten. Er fliegt hinterher. Er hat 0 HP. Schaffen die beiden das? Schaffen die das? Gegen Royal Champion und... Nee, never, oder? Der ist auch so... Mann, ihr habt noch 30 Sekunden! Das wird nichts. Kann der Edring das Ding one-shotten? Nee, ne? Kann der die... Nee, wäre geil gewesen, hätte er Dings angegriffen. Vielleicht outranged er sie. Er outranged sie? Wen greift sie an? Ja, das könnte... Nee, dumm. Dumm, dumm. Oder? Halt's Maul! Nein! Digga, letzter Magier-Hit, wie knapp! Digga, wie kann Clash of Clans so spannend sein? Wie knapp war das? Ja, über 1 Million Gold. Ich will mich nicht beschweren. 14 Trophäen ist auch gut. Digga, ein Magier-Hit und ein Warden-Hit. Crazy. Ja, welches Ding habe ich doch nie geupgradet. Welches Level bist du denn? Siri, stopp. Siri, schließ dich. Siri, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Siri. Stopp, Abbruch. Lass mich wieder Clash of Clans spielen. Abbruch. Siri, Abbruch. Oh, Digga, das ist halt krass. Ich hasse Siri so sehr. Ich hab die auf allen meinen Geräten abgestellt. Und dann lade ich mir neues iOS runter und dann macht sich das Ding wieder an. Ich liebe Apple, aber ich hasse Siri. Die checkt's auch nicht. Alexa ist GG. Sagst du Alexa, stopp? Egal, was sie labert, egal, was sie macht. Alexa, stopp! Und alles ist easy. Siri, sagst du Abbruch, stopp. Nein, nein, Siri, Abbruch, stopp. Nichts passiert und die labert einen voll. Stehen alle Helden wieder? Nee. Royal Champion ist echt immer down, aber es liegt auch ganz einfach in der Natur des Royal Champions. Der geht halt immer all in rein und springt einfach voll rein. 19 Trophäen nur noch. Schaffe ich das jetzt mit einem epischen 3-Star? Alter, wie geil. Oh. Lass es uns versuchen. Doch. Falle triggern. Nice.
Alter, die Range. Holy moly. Das war krass. Komm, die Rage nehmen wir. Was für ein geiler Angriff. Holy shit. Queen 70, Royal Champion 20. Beide geraged. Die geben wir voll Support. Die geben wir voll Support. Wir unterstützen nur euch. Geht da mal richtig rein. Oh Gott, die ganzen E-Drakes da hinten noch. Queen noch am Leben. Na, ich muss sie zünden. Ein bisschen blödes Timing, aber One-Shot. One-Shot. Schön, doch ganz gut. Erweist sich noch als auf jeden Fall sinnvoll. Das ist es. Das ist es. Die leben da noch alle. Das ist fertig. Das sind 24 Trophäen. Das ist Legendenliga. Wie geil. 5000 geschafft. GG. Das hat total Bock gemacht zu climben. Habe ich noch nie mein Leben gemacht. Ich hatte die Base vorher. Mein Trophäenrekord war 4100. 4100 mit einer gemaxten Base. Mir ist immer das Farm wichtiger gewesen. Aber jetzt, wo ich so eine krasse Armee habe, Legendenliga, 6 oder 8 Angriffe am Tag kann man nur machen. Können wir auch gerne on-stream machen. Habe ich total Bock drauf. Auch das nächste Update, wenn das in der Nachtbasis kommt, mir ist sofort down, geht sofort der Stream an. Wir werden auch so weiter zocken. Ich muss mal gucken, wie hoch ich meinen Trophäenrekord schaffen kann. Vielleicht können wir hier einfach weiter grinden, dass ich meine Base ganz maxe. Keine Ahnung, wie hoch ich komme. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich als Trophäenrekord schaffen könnte. Noch weiter als die Legendenliga, wenn ich komplett maxed bin. Ja, wenn wir mal im Stream Werbung machen und die Gems investieren in den Account, dann ist der auch relativ fix maxed. Ich hab ja schon in Clash Royale damals gesehen. Absolut nice. Alter, wie geil. Alter, das Symbol schmeckt doch auch schon wieder. Was? Sign up to Legend League? Current League Day ends in 5 hours. Finding opponents. Hä, muss ich dann... Was? Eine halbe Stunde? Kann ich jetzt aber off gehen und morgen dann wieder fighten? Der sucht ja jetzt 8 Gegner. Ach, der sucht jetzt 8 Gegner? Ich kann jetzt aber auch off gehen und erst später fighten, ja? Ah, Current League Day, 5 Hours. Wenn ich jetzt aber nicht angreife, verliere ich dann Trophäen? Der sucht dir 8 Gegner aus, die du jetzt in den 5 Stunden besiegen musst. Du bekommst dann 8 Gegner zugeteilt. In 5 Stunden hast du wieder 8 Angriffe. Ich werde jetzt automatisch von 8 Spielern angegriffen. Ach, du wirst nur so oft angegriffen, wie du selber angreifst. Alter, das ist ja ein geiles System, aber ne?